Also nochmals. Presseshooting um 10, Gespräch mit Dr. Schaub um 10:30. Got it. Du weißt, wie wichtig dieser Kongress hier ist. Lass mich raten. Die Investoren und die Presse sind da. Und, surprise, surprise, wir sind in Geldnot. Machst du dir wieder Sorgen um dein Gehalt? Nathalie, ich mache mir Sorgen um deine Firma. In 2 Wochen können wir den Laden hier schließen. Deinen ethischen Grundsätzen sei Dank. Gibst du die Mappen noch der Presse ab? Ich hole mir noch kurz einen Kaffee. Hallo, Nathalie. Vincent. Du wirkst so gestresst. Hast du noch genug Kohle? Und du? Hast du heute irgendwelche Schimpansen zugedröhnt? Mein Angebot für die 51% steht noch. Und ich lege sogar noch 10 Millionen drauf. Ich scheiß auf dein Angebot, Vince. Später pitch ich noch bei Sharp. Dann kriege ich die Finanzierung sowieso. Und jetzt lass mich in Ruhe. Es gibt doch hier bestimmt genug Startups, über die du herfallen kannst. Ich will, dass Nathalie das Gespräch mit Dr. Scharf verpasst. Hat er sie denn ein Angebot gemacht? Ja, narzisstisch wie immer, der alte Geier, ey. Die bekommen keinen Kredit. Ich will spätestens in 3 Monaten die Kontrolle haben. Was habe ich noch aus den Verhandlungen mit ihr? Sie muss mit dem eigenen Stoff zugedröhnt sein. Wir verstehen uns. Das mit dem LSD wirst du aber nicht erwähnen, oder? Natürlich sag ich das. Dass das Medikament auf LSD basiert. Das ist wichtig. Das ist doch nicht relevant. Sprich lieber über das Marktpotenzial. My business. My decisions. Na gut. Ich denke, wir müssen los. Okay. Let's do this. Nathalie, wir müssen los. Findest du nicht auch, dass wir zwei so richtig krasses Team geworden sind? Wieso? Bonnie and Clyde. Wir zwei gegen den Rest der Welt! Bonnie and Clyde? Hast du was genommen? Was machst du? Hast du deine Pupillen gesehen? Hey, wie soll ich das gehen, Idiot? Bist du ein? Nein, 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 nein. Oh, aber lass dich mal am Arm. Hör zu. Wir haben diesen Patch. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Ist Dr. Schaub überhaupt schon da? Frau Dr. Porter und Herr Meyer. Freut mich. Schön, dich zu sehen. Kommen Sie rein. Hallo, Dr. Sharpay. Sie haben was vorbereitet. Ich habe 30 Minuten für Sie.
Na, dann legen Sie mal los.